Einen schönen guten Tag. Ich habe hier ganz tolle Frühlings-Sommer-Bilder, Fotos wollte ich gerade sagen, nein, Bilder für die Fensterdeko oder wo auch immer man es ein bisschen hübsch haben möchte. Ganz tolle Blütenmotive. Das ist Adhäsionsfolie, die man praktisch auf frisch geputzten Fenstern oder nebelfeuchten Fenstern ganz leicht auflegen kann. Die saugen sich dann regelrecht fest und durch Statik halten die. Und später kann man sie wieder abmachen, aufbewahren, meinetwegen auf diesem Bogen. Wenn man jetzt die Folie, die drumherum ist, entfernt, hat man eine schöne Fläche, muss man das nicht passgenau wieder raufsetzen, kann man es einfach so ablegen, in einen Ordner packen oder in so ein Album und dann kann man es aufbewahren für die nächste Saison. Ja, ist ja klar, man muss es ja abmachen, wenn dann Weihnachten kommt, dann wird für Weihnachten geschmückt. Da passen die Blumen natürlich nicht. Ich finde die jedenfalls ganz doll schön. Ich finde es schön, wenn was auf Adhäsionsfolie ist, weil das eben rückstandslos wieder zu entfernen ist, weil man damit so schön hantieren kann. Und die bleiben auch schön, die kann man immer wieder verwenden. Ich muss gerade mal gucken, hier ist nämlich so ein Zippel, wo ich ziehen kann. Da seht ihr auch, es klebt nicht an den Fingern, es macht gar nichts, es reagiert nicht. Es saugt sich wirklich nur auf glatten Flächen fest. Wo es auch schön ist, an Schränken, ich gucke gerade, ja, die Rückseite ist auch sehr schön bedruckt, kann man genauso gut sehen, ist genauso dekorativ. Das ist nämlich nicht immer der Fall, zumindest bei denen, die richtig kleben. Und aber gut zu wissen, dass es hier der Fall ist, sodass es dann am Fenster, wenn man das innen aufklebt, auch von außen gut sichtbar ist und nicht da eine weiße Oase entsteht. Wie gesagt, Fenster frisch geputzt, die müssen staub- und fettfrei sein. Am besten nebelfeucht, da haften die am liebsten drauf und dann hat man eine schöne Grundlage, um das anzubringen. Wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr so schön sind, nicht mehr so kleben wollen, macht sich das auch bezahlt, die einfach mal unter klarem Wasser so ein kleines bisschen zu spülen, leicht zu rubbeln mit den Händen und dann sind die wieder fit. Manchmal ist dann doch ein bisschen Staubablagerung schon drauf, das dann verhindert, dass die noch richtig kleben können. So seht ihr hier mit Vögeln und mit Blüten. Also wirklich eine schöne Mischung, sieht fast so ein bisschen nach Watercolor aus. Mag ich sehr gerne, sehr hübsch, wirklich schick und damit hat man dann auch eine schöne Frühjahrs-Sommer-Deko, wenn die Zeit reif ist oder für Ostern. Ich empfehle das sehr gerne weiter. Ich finde 9,26 Euro für 9 solche schönen Bögen, die man immer wieder verwenden kann, absolut in Ordnung. Der Preis ist legitim und von daher hat es auch meine Empfehlung. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!